Da sind wir wieder zurück, genau an derselben Stelle, wo wir aufgehört haben und fragen uns, was es mit diesen kleinen Dingern auf sich hat. Nur wenn ich ins Wasser gehe, sterbe ich. Naja, in dem Fall halt nicht. Okay. Da liegen irgendwie Leichen rum. Aber ich darf ja nicht ins Wasser. Was ist denn mit den Dingern hier auf sich? Ich darf doch hier nicht rein. Shit. Hätte ich mal warten sollen. Verdammt. Okay. Bisschen makaber, finde ich. Aber alles kleine Kinder. Ich habe ja auch gehört, es ist so ein bisschen angehaucht wie Limbus. So, du willst mich doch jetzt bestimmt hier ärgern. Wenn ich da raufgehe, geht das Ding runter. Das ist ja schon so offensichtlich, aber ich muss anscheinend runter. Richtig, ich muss runter. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht? Wie wäre es denn, wenn ich hier mal einen rausziehe? Den kann ich doch bestimmt ziehen hier, oder? Na klar, kann ich ihn ziehen. Ach, ist das makaber. Schön immer auf dem Gesicht rutschen, das tut auch immer sehr, sehr gut. Das ist die neue Gesichtspflege, die neue Körperpflege, einfach mal rutschen auf dem Gesicht. So, Junge, das war's. Aber was ist mit dem anderen Jungen? Denn das da oben für uns? Die essen auf jeden Fall so eine Sache. Was denn noch? Was ist das da? Nichts. Okay. Weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, wenn ich auf diesen Knopf komme in der Mitte, dann geht bestimmt das Ding runter. Aber nein, das außen war der Knopf und in der Mitte muss ich rauf. Ja, und jetzt ist bestimmt das in der Mitte der Knopf. Ja, ey, ich wusste es. Warum habe ich es nicht anders gemacht? Ah, Mann. Eigentlich war das so klar, oder? Trotzdem. Dumm, einfach nur dumm. War eigentlich so klar. Jungs, was ist denn hier für Krieg ausgebrochen, Jungs? Hier irgendwie jeder gegen jeden oder so. Weiß nicht genau, was man davon halten soll. Machen eigentlich. Oder? Ja, und nun, wenn ich mich jetzt beeile. Thank you.
Also, wir verstehen. Das Ding ist, um den zweiten hoch zu machen. Das Ding da oben für den ersten. Die Frage, wofür die Gondel? Ja, na klar. Nee, doch nicht. Doch, na klar, ich weiß. Ich weiß. Also, wir schieben den ganz anderen. Okay. Check. So, dann holen wir uns die Leine, ziehen die ganz nach unten und dann gucken wir unten noch ein Stück raus. Hoch. Und wir müssen jetzt richtig schnell sein. So. Zack, wir müssen uns jetzt voll beeilen. Boah, das war richtig übel knapp. Okay. Jetzt haben wir natürlich die Zeit. Fuck. Hätte mehr sein müssen, verdammt. War natürlich doof. Der Gedanke war auf jeden Fall gut und richtig, aber die Umsetzung war ein bisschen doof. Hangeln wir uns am besten gleich mal zu dem anderen. Verdammt, Alter! Ich trau mich immer nicht noch weiter zu ziehen. Mann, leck mich doch! Du dummes Ding, ey. More, please. Try again. Trau mich nicht so lange zu halten, das Ding. So, das muss jetzt reichen. Mann. Okay, irgendwas ist da im Boden verschwunden. Okay. Alter. Ich kann nichts machen, er geht von alleine. Springen kann ich noch, okay. Ah. Es geht in die andere Richtung und ich kann nichts mehr machen. Okay. Was war das denn? Wenn er so ein Ding auf dem Kopf hat, dann kann er auf einmal nichts mehr machen, oder was? Jetzt kommt er ins Licht. Schick mich in die andere Richtung, okay. Natürlich nur die Frage, was ich da machen soll. Ich weiß es. Jetzt geht er in die andere Richtung, okay. Jetzt schieben wir das Ding vor uns her. Dagegen kann ich nichts ändern. Okay, dann gehe ich da rauf und die Leute essen das da vor meinem Kopf.
Hehe. Hehe, du bist schon ein schlauer Fuchs, oder? Bin das schon. Eine Maschine. Sich haben. Was ist das denn? Wer will davon was haben? Da kommen wir aber nicht ran. Was ist das denn überhaupt? Das ist ein Viech. Okay. So, jetzt warten wir, bis er das sich holt. Ah, jetzt kann ich hier schon mal nicht rein. Dann läuft er von uns weg. Okay, und jetzt. Okay. Wenn hier Regen produziert. Güte, ey. Boah, ich bin erschrocken. Boah, da ist einfach mal die Tür hier in meinem Wohnzimmer aufgeplatzt, ey. Alter Schwede. Alter. Krass, Mann. Meine Güte, da hab ich mich schon mal. So, wir lassen das Wasser natürlich bis oben laufen. Und dann können wir hier jumpen. Das war der einzige Vorteil des Regens. Großbildaufnahme. Ziemlich cool, ne? Man sieht sehr wenig von dem Bild und so, aber trotzdem fesselt einen die Umgebung. Ja, jetzt sieht noch Schlamm aus. Ja, da wird er bestimmt nicht rein. Ja, hahaha.
Okay, die Frage ist, wie kriegen wir das Ding... Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Die Ecke ist so angeschrägt, ne? Nein, fuck. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Warum ist das nicht mehr klar? Da kommt ja gar nicht rum. Habe ich nicht sofort gesehen. Und ob es klappt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann.